Es ist der 21. November 2023. Ich bekomme gerade ja Abscheu, weil ich dieses Video entdecke in meinen YouTube-Empfehlungen. Ich verstehe dieses Wort sorry hier nicht, überhaupt nicht. Selbst wenn das auf Deutsch wäre, also Entschuldigung, würde es überhaupt keinen Sinn ergeben. Weil warum entschuldigt sich ein Meteorologe oder Wetterexperte für das Wetter? Wieso? Und vor allen Dingen dann aber halt in diesem abartigen Denglisch. Also wenn ich sowas hier lese, muss ich mich fast übergeben. Das ist so widerlich. Dieses Wort soll laut dieses Kanalbetreibers wahrscheinlich einfach nur angesagt rüber kommen und natürlich dann wird die meisten Leute nicht angesagt, sondern das entsprechende englische Wort. Ich verstehe sowas einfach nicht. Warum schreibt man sowas? Wie kann man so bescheuert sein? Man muss sich doch nicht für Wetter entschuldigen, weil der Winter, das Winterwetter angeblich mehr oder früher als gedacht kommt. Das Wetter ist jedes Jahr anders. Das war schon vor 30 Jahren so. Da war es vielleicht verlässlicher im Sinne, dass es klassischer war, aber dieses Wort, dieses englische Wort und im Zusammenhang mit diesen deutschen Wörtern hier, es ist dann für mich Denglisch. Aber egal ob Englisch oder Denglisch, wenn alles hier Englisch wäre, wäre es ja okay. Selber gerade englisches Wort gesagt. Das wird noch so lange dauern bei mir, ehe ich mal wieder fließend Deutsch sprechen werde, ohne länger nachdenken zu müssen, wie ich denn jetzt ein englisches Wort, was ich eigentlich sagen wollte, auf Deutsch übersetze. Also sowas hier, das ist erstens, dass er halt wie gesagt allgemein Englisch, Denglisch benutzt und zweitens, dass er sich entschuldigt. Der Typ ist so hirntot.